Xnet. Oh. Alter. So. Xnet.
Ja, die kommen ja alle nach und nach zum Glück wieder. Da bin ich ja ganz froh drum. So, das haben wir fertig. So. Quartz enriched iron. Query. Thank you.
No! So, an der Seite. Query. Antioxidant, so. Query. Query, query, was fehlt mir denn jetzt noch? Cobblestone.
So. So. Okay, so. Dankeschön, der Gamer. Freut mich sehr. Wir versuchen hier jetzt gerade, oder ich versuche, das Storage-System aufzubauen. Und ja. So. Dem braucht noch einer. Bei Dims wollte ich das jetzt steuern lassen. So. 4, okay, passt. Die hier packen wir auf 2. Also die ist Export. Thank you.
Okay, so. Was tun wir jetzt? Was brauche ich nochmal? Warte. Oh Gott. Was ist jetzt los? So. Das ist leer. Habe ich jetzt mein Inventar gekillt? Jau. Nee, doch nicht. Oh Gott, Hilfe. Ich wollte nicht in die Mining. Ich wollte gucken, was mein Rechner macht. Gut, der läuft noch in Ordnung. Max verwirrt sein. AWD. Was ist denn jetzt dein Render-Mod? Ah. Point. Dann brauchen wir noch einen Xnet Controller. Controller können wir dann starten. Energy, create, export. Okay, und jetzt gehen wir auf
Export, Glasbottle. Create, create, export, stack, 5. Create, insert. Hier machen wir wieder ein Item. Export, create, export. So. An. Den will ich hier bei dem create insert blacklisten. In den Storage Control. Create insert.
Die müssen so bleiben. Crafter. Funktioniert das? Okay, dann haben wir das schon mal geschafft. Und dann machen wir hier. Hier machen wir dann einen weiteren.
Support. Hier kommt Exporten. Oh, ich hätte 16 machen müssen, okay. Dann machen wir nochmal 4 Start. Seid. Extract.
So, jetzt aber. Mathe ist nicht mein Steckenpferd. Speed. So. Thank you.
Okay, das hat geklappt. Jetzt kommt die hier muss auf 3, 4, 4. Okay. Fluids. Create. Create Insert. Und hier machen wir Create Extract. So, jetzt aber, ne? Export Stack. Insert Blacklist den. Okay, und hier. Hier machen wir Create Insert. Den können wir schließen. Extract Insert. Oh. Und hier machen wir wieder Create, Create, Extract, Stack. Create Insert. Hi. Ich habe jetzt hier eine Zentrifuge gebaut, die hier gerade unsere wie heißt es gleich noch, die ganzen Bienen abfrühstückt. So. Das sind die ganzen Sachen, die reinkommen. Und das frühstückt er die ganze Zeit ab. Genau, und ich wollte jetzt hier mit Frames noch eine Schräge ransetzen und dann hier oben vielleicht Blumen und sowas anpflanzen. Mal kicken. So.
So, und jetzt müssten wir eigentlich... Uranit. Also müssen wir hier unsere ganzen Reading, any flower, das ist schon mal gut. Die haben wir ja alle. Any flower. Die sind alle eigentlich schon. Oh, meine Fresse. Okay. Die wollen wir jetzt alle upgraden. Davon brauchen wir dann immer 12 Stück. Die halt untereinander breeden können, was ganz nice ist. Damit wir die ein bisschen upgraden. Ja, das wird nice. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Hä? Wieso gehst du nicht?
Okay. Wir wollen ja Draconic Bees kriegen. Draconic. Nest. Wir brauchen. So, und dir? Ich will nämlich schon die straight up, wenn wir hoffentlich ins End kommen, so sind wir vorbereitet, damit wir direkt die Bienen im End bekommen. Und uns hier schnell erweitern können. So. Ende. So. Damit können wir eine Diamond Bee machen. Der braucht Chorus. Okay. Und die Draconic. Stone. Hostile. So. Das haben wir. Die Sachen haben wir. Wie viele brauchen wir denn für den Ender Dragon? Okay. Crystal. Wir sollten nicht mehr machen. Okay, die Endcrystals holen wir uns später. Okay, ich würde mal eine ganz kurze Pause machen, weil gleich startet ein Event und da wollte ich ungern eben irgendwie offline gehen oder so. Also würden wir uns gleich wiedersehen und dann geht's auch schon los mit dem Event. Wir sind vorbereitet und ja, genau. Also dann würden wir gleich mit dem starten. Ich freue mich da schon drauf. Also, so. Gerade alles gemacht, außer das, was ich machen wollte. So.
viele habe ich denn hier noch? Okay. Ja. Kriegen wir schon mal Uranit Bean und Iron und Quarz Enriched Iron. Dann Frosty Silky und Crystalline. Noch Glasbotteln mit. Für den Ender Dragon. Holy. Mobstone nicht mit dabei? Oh. Gehen wir nochmal eben zurück und